einem Video mit Sammy zusammen. Und zwar wollen wir heute wieder eine Challenge zusammen machen. Es handelt sich diesmal um die Sticky Cracker Challenge, also die klebrige Cracker Challenge übersetzt. Und ja, es wird wirklich sehr, sehr klebrig. Ich freue mich schon voll auf. Dazu haben wir vorbereitet Marshmallow Fluff. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Deswegen habe ich gesagt, lass uns diese Challenge machen. Genau. Und? Butterkekse. Wir hatten keine Cracker, deswegen müssen die uns erreichen. Genau. Und ja, die Challenge besteht darin, jeder beschmiert 8 Butterkekse, jeweils mit diesem Fluff. Da steht Fluffernutter drauf, da hinten. Fluffernutter. Und dann müssen wir versuchen, so viele von denen in einer Minute zu essen, ohne Hände. Ohne Hände zu benutzen. Ja, also es wird spaßig und klebrig. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß bei der Challenge. Lass uns doch mal loslegen. Okay. Also, ich bin ja ein absoluter Fan davon. Ich mag Marshmallows übrigens nicht so gern. Ich würde das einfach mit Marshmallows. Marshmallows schmeckt voll geil. Oh, boah, guck mal, wie das schon rauskommt. Oh mein Gott, es pulsiert. Oh mein Gott. Es lebt. Ich will gar nicht wissen, wie wir am Ende dieser Challenge aussehen. So, hier ist es. Ein Traum. Ein Traum. Mal lecken. Ich mal lecken. Gut, gell? Akzeptabel. Weißt du, was ich am liebsten würde ich dich manchmal einfach nur verprügeln. Das ist eine wahre Freundschaft. Wir möchten uns manchmal schlagen. 1, 2, 3, 4, 5. Messer. Oh, das sieht so geil aus. Oh, wie geil ist das? Wow! Aber das ist jetzt eine gute Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich wirklich zufrieden, Herr Stahl. Sie ist auf jeden Fall nicht so ekelhaft wie die Challenge, die wir auf seinem Kanal gedreht haben. Werdet ihr auf jeden Fall noch am Ende zumindest verlinkt bekommen. Ja. Boah, ich starr. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir das mit Nutella machen. Vergiss es. Ich bin gespannt, was sie uns noch für Challenges vorschlagen. Genau. Schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich weiß, du willst mir gerade am liebsten auch eine reinschlagen. Tja. Kennt ihr das, wenn ihr Freunde habt, denen ihr gerne einen mitgeben wollt? Ich wette, ihr kommt nicht darauf, wie viel Uhr es gerade ist. Schreibt es in die Kommentare, wie viel Uhr ihr glaubt, dass es gerade ist. Wann drehen YouTuber ihre Videos? Das ist wirklich der Vorteil, wenn man Videolicht hat. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Muss man ganz ehrlich sagen. Hallo, ich rede wie so ein typischer Schwab. Hast du eigentlich einen Akzent? Nein, bei uns redet man ziemlich Hochdeutsch. Echt? Schade. Schade. Ich wünschte, sie hätte einen. Ich find's nämlich cool. Ich tue gerne nämlich Schwäbisch. Ist das weniger cool oder was? Ein bisschen. Vergleich's gut. Also guck mal, wie diese Konsistenz. Eins. 2, 3, 4, 6, 7. Da muss noch mehr drauf. Erzähl uns doch was, Escher. Was geht so in deinem Leben? Erzähl uns doch ein bisschen. Machen wir dieses Video ein bisschen interessanter für die Zuschauer. Ich sag's euch, ich hasse es, wenn Leute zu mir sagen, erzähl ein bisschen was aus deinem Leben. Wenn mich das irgendwer fragt, ne, ich sitze da, ne? Kannst du mir ein bisschen was von deinem Leben erzählen? Denk nur so, nein. Wieso? Geh dich nichts an! Hallo, da muss ein Nerv bei dir drauf. Muss richtig schön. So klebt es ja gar nicht. So. Doch klar. Nee, nur nicht sparsam sein. Wow. Ich will nicht wissen, wie viele Kalorien diese Challenge hat. Also danach gehen wir erstmal joggen. Egal. Genau um diese Uhrzeit gehen wir noch joggen. Das war ein kleiner Tipp. Also, nehmen wir jetzt alle Cracker alle Butterkekse beschmiert. Und ich mache mir jetzt vorsichtig zusammen einen Zopf, weil. Es soll nicht noch zu einer haarigen Angelegenheit enden. So. Das wäre natürlich nicht vorteilhaft. Und wir werden jetzt schon mal die Stoppuhr setzen. Wir haben eine Minute Zeit. Guck, wie so ein Vollpfosten. Oh, Tipsy ist da. Tipsy. Das kannst du ihr doch nicht geben. Drugs, not drugs. Anti-Drogen-Kampagne. Also, ich würde sagen. Stopp die mit der Grill. Los!
Eins, zwei, drei. Aufs wie eine Nase kommt. Du bist deine Haare. Und jetzt muss ich die ganze Zeit. Ach, der ist so krank. Schmeckt geil, gell? Du hast deine Äpfelnüsse im Mund, aber nicht gegessen. Das ist jetzt etwas genau. Gut geschmeckt, die Kombi. Ja, das muss man sagen. Also von den 8 habe ich noch 1, 2, 3, 3,5, 4 und ein zerbröselte. Ich habe 4 Stück gegessen. Scheiße. Gewonnen. Ich habe 6,5 noch. Ich habe 1,5 gegessen. Aber ich schwör's euch, Leute. Nein! Ich stopp! Keine Schatten! Hauptsache so hochgezogen. Boah! Ich kann mir gleich meine Haare, meine Beine enttarnen mit diesem Fluff. Au! Sieht das echt? Ih, meine Haare sind weg! Die neue Entwachsungsmethode. Marshmallow! Das nach. Was bin ich an? Kann ich mir schon sagen? Das sind auch Haare. Das ist gerade nicht. Alter, die Stelle ist enttarnt! Ich schwör's euch, Leute. Ich habe an einer Stelle keine Haare mehr. Sollte man mal als Frau ausprobieren. Was? Hauptsache du trägst so lange Socken. Ich zieh sie immer so hoch. Unter meinen Schuhen. Warum ziehst du nicht kurze Socken? Ich hasse kurze Socken. Sieht einfach nur aus wie ein Schwein. Du aber auch. Nein. Wie sehe ich überhaupt aus? So, das war's jetzt von der Challenge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Ich hatte Spaß beim Mitmachen. Ich auch, auf jeden Fall. Ihr könnt sie gerne zu Hause ausprobieren. Und ey, das sieht gut aus. Weißt du was? Hier. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Lass doch nicht noch einen drauf. Das neue Peeling. Ja. Wenn ich morgen Pickel habe. Guck mal da. Ist mir egal. Ich werde jetzt diese Teile essen. Ob das hat oder nicht. Da wird nichts verschwendet. Meine Augenbrauen. Du hast meine Augenbrauen entfernt. Also, wenn ihr lachen musstet und Spaß hattet bei dieser Challenge, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Und schreibt uns auf jeden Fall noch andere Challenges in die Kommentare, die wir zusammen machen sollen. Und vergiss nicht noch das Video am Ende anzuschauen. Da haben wir nämlich noch eine andere Challenge. Auf meinem Kanal. Genau. Boah, und wir gehen uns jetzt erstmal waschen. Also viel Spaß bei allem, was ihr macht. Genau, und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!